So, und willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Und heute wieder mit einem Video, und zwar, wie richte ich eigentlich meinen Fingerabdruckscanner ein auf meinem Xiaomi Redmi Note 9S. Das Ganze geht natürlich grundsätzlich mit jedem Android-Smartphone, was, und jetzt Achtung, aufgepasst, einen Fingerabdruckscanner integriert hat, sei es an der Seite oder im Display oder auf der Rückseite. Da müsst ihr mal selber so ein bisschen gucken an eurem Smartphone und vielleicht auch im Internet, ob euer Smartphone das hat. Wenn es das Smartphone nicht hat, wird das Ganze auch nicht funktionieren. Einfach nur dies als Disclaimer. So, wir gehen zuerst in die Einstellungen vom System, gehen dann auf den Punkt Sperrbildschirm und scrollen mal wieder runter zum Punkt Passwörter und Sicherheit. Und da seht ihr schon unter dem zweiten Punkt, nämlich hier, ich hoffe, ihr tut es auch richtig anzeigen, Entsperren per Fingerabdruck. Ich tue jetzt erstmal noch kurz die Passworteingabe schnell deaktivieren. So, Sperre deaktivieren, perfekt. So, dann Entsperren per Fingerabdruck. Jetzt müssen wir, um das Ganze zu authentifizieren, ein Passwort, PIN oder Muster eingeben. Ich bleibe beim Muster lieber. Es hat einfach den Hintergrund, dass wenn das mit eurem Fingerabdruck nicht funktioniert, ihr auch immer wieder zurück könnt, beziehungsweise ihr anstatt des Fingerabdrucks natürlich dann das entsprechende Muster eingibt. So, und jetzt probieren wir es mal mit meinem Daumen. Und gucken wir mal, ob das Ganze auch funktioniert. Das kann natürlich einen kleinen Moment dauern. Da müsst ihr wirklich auch ein bisschen Geduld mitbringen, weil so schnell ist ja nicht so Fingerabdruck hinzugefügt. Wir sagen speichern und probieren das Ganze erstmal aus. So, zack, ich bin drin. Wunderbar, jetzt probieren wir es nochmal ganz kurz. Zack, ich bin drin, also es hat funktioniert. Sollte es mal nicht funktionieren, ich teste jetzt mal ganz kurz. Und ihr seht, jetzt müssen wir unseren Sperrcode bzw. unser Muster eingeben, damit das funktioniert. Dies einfach noch zur Info. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr weiter so Android-Tipps und Tricks-Videos sehen wollt und auch mehr App-Vorstellungen, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Ich sage schon mal Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.